Hallo liebe Tibanis und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich wollte zusammen mit dir heute die Blessing Box auspacken. Die ist eingetrudelt bei mir letzte Woche. Da hatte ich aber keine Zeit, weil ich so krank war. Ich war wirklich krank, mir ging es echt nicht gut. Und da sitzt man dann nicht gern vor der Kamera, wenn es einem nicht gut geht. Eigentlich auch genau das, was hier ist. Ne? Du schaust in den Spiegel, eigentlich sollst du dich selbst umarmen und dich ein bisschen selber lieb haben. Das wäre das Beste. Und manchmal schaut man in den Spiegel und geht lieber wieder. Und das war letzte Woche das Gefühl. Aber heute könnte ich mich auch wieder umarmen. Da geht es mir definitiv besser. Wenn du so Bock drauf hast und wissen möchtest, was dir drin ist und was gerade hier so doll geklappert hat, dann bleib auf jeden Fall dran. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren hier unten. Vielen lieben Dank dir. Und ich würde sagen, wir fangen an, denn es klappert ziemlich doll. Ich will das jetzt wissen, was hier klappert. Ich greife rein. Ich habe die Produkte jetzt schon gesehen. Aber ist jetzt so. Das erste Produkt ist lila und ist vom Caudalie. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid. Ich kenne die Marke. Ich finde die auch echt super, aber ich weiß halt nie, wie ich das aussprechen soll. Das ist mein Problem. Das ist eine Gel-Dusche für alle Hauttypen. So eine Reisegröße, 30 ml. Dazu mitnehmen gar nicht so schlecht. Die hatte ich jetzt hier nicht gehabt. Übrigens ohne Parabene. Vegan. Und ich glaube, hier rieche ich mal dran, oder? Das ist jetzt extra verschlossen. Oh, riecht sehr gut. So ein bisschen pudriger Duft, floraler pudriger Duft, sowas mag ich richtig gern. Das bleibt deswegen bei mir, weil es so gut duftet. Cool, freue ich mich so. Das ist schön. Ich greife jetzt nochmal weiter rein und hier haben wir einen wunderschönen Nagellack. Eine wunderschöne Farbe. Allein dafür lohnt es sich einen nochmal die Do-Nails abzumachen. Richtig, richtig schön. Das ist die Firma. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich muss doch mal hier nachschauen. Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Okay, es gibt also die 5 perfekten Pflegeprodukte für ein perfektes Date. Wir haben ja Valentinstag. Das erste Produkt stimmt schon mal. Ich werde also definitiv gut riechen, denn ich werde duschen gehen mit dieser Dusche. Und dann werde ich mir meine Nägel machen. Le Rouge en Anglais. Frag mich bitte nicht, was richtig ausgesprochen ist. Vernis en Anglais Rouge könnte hinkommen. Ja, ganz, ganz tolle Farbe. Werde ich auf jeden Fall behalten, weil es ultra schön ist. Es ist genau mein Geschmack. Ist nicht ganz rot, ist nicht ganz orange. Ist so ein Feuerrot, Feuerorange. Ich kann das schlecht erklären, aber mag ich sehr, sehr gerne. Kommen wir zum nächsten Produkt und ich sehe das hier. Was ist das? Es glitzert ein bisschen grün und ich möchte es wissen. Von Garantia. Auch da werde ich mal lieber nachgucken, bevor ich dir auch da was Falsches sage. Ich habe es gefunden. Das heißt wirklich Garantia. Interessanter Name, also kleine Pipettenteil hier. Das ist ein Gesichtsserum. Innerhalb von 15 Minuten strafft, beruhigt und polstert es die Haut auf und versorgt sie mit Nährstoffen, dank seiner Zusammensetzung aus 97% natürlichen Inhaltsstoffen. Richtig cool. Wir werden das auch mal öffnen. Hier ist um so ein bisschen eingedellt. Ist das Absicht? Weiß ich gar nicht. Und ich will wissen, wie es riecht. Auf jeden Fall ist es total gelb. Richtig gelb. Ist so ein Öl eher. Und bin mal gespannt, wie das jetzt einzieht. Ich habe immer so eine Angst, wenn ich so ein Ölprodukt unter meiner Foundation lege, dass sich die Foundation dann spaltet, also in ihre Bestandteile zersetzt. Deswegen gibt es ja auch eine ölhaltige Pflege für abends. Ja. Riecht zitronig, vanillig. Mhm, so ein bisschen wie so ein Kuchen. Ja, muss man jetzt mal testen. Also auf der Hand sieht es schon mal ganz gut aus. Das muss man testen. Das ist immer so eine Geschmackssache, ob man einfach Öl auf der Haut mag oder nicht. Ja. Kommen wir zum nächsten Öl und das ist Marokkoöl. Ein Haarpflegeprodukt, das man in die Spitzen verteilen soll. Das hatte ich auch schon. Das habe ich eigentlich mehr im Sommer in meiner Pflege drin. Im Winter geht das ganz gut. Im Sommer sind die Spitzen immer so arg trocken und dann verwende ich das sehr gerne. Und ich finde auch, dass diese Größe, das ist jetzt hier eine Probegröße von 10 ml, total reicht. Ich hatte davon die große Größe, aber so viel Öl kann man gar nicht verwenden. Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann steht das ein paar Monate und dann ist es ranzig und man kippt es weg und ärgert sich total. Denn das ist richtig, richtig teuer, dieses Produkt. Ich freue mich darüber, dass es eine kleine Größe ist. Das verwendet man viel mehr und es wird einfach nicht ranzig. Es stinkt dann auch nicht. Das ist eher so meins. Also wir haben ein Haarpflegeprodukt, wir haben was fürs Gesicht, wir haben was für die Nägel. Ist wieder richtig gut durchdacht. Stehe ich drauf, total. Und kommen wir zum letzten Produkt. Ah, es ist ein Rituals-Produkt.
Ich freue mich da mega zu, weil das hat so eine Hintergrundgeschichte. Das ist hier übrigens ein Hair and Body Mist und ich hatte das schon in groß. Das ist das Blossom, Sherry Blossom Body Mist und ich mag das richtig, richtig gerne. Ich habe mir davon am Flughafen die Originalgröße gekauft, weil ich diesen Duft so liebe. Und kennt ihr das, man macht Produkte auf, riecht da dran und weiß sofort, was man damit in Verbindung setzt? Ich könnte jetzt in den Flieger steigen, nach Italien, nicht während da. Es riecht nach Urlaub, weil ich es immer nur Urlaub verwendet habe. Es riecht richtig, richtig, richtig gut. Ich liebe es. Das ist für mich so ein kleines Highlight. Also auf jeden Fall wirst du bei deinem Date mit dieser Auswahl gut riechen und gut aussehen. Das steht fest. Meine Beauty Bunnies, so sieht der Inhalt nochmal komplett aus der Februar Blissim Box. Übrigens alle wichtigen Infos, wie viel sie kostet und wo du sie bekommst, erfährst du in meiner Infobox. Also schau doch ruhig mal rein. Schöne Produkte, wirklich fürs Date vorbereitet, wenn du denn eins hast. Und wenn nicht, einfach an dich selber denken, ganz ehrlich. Das mache ich so häufig. Ich muss nirgendwo hin und trotzdem möchte ich für mich einfach meine Maske auflegen oder für mich gut riechen und für mich diesen Duft haben und für mich gute Nägel haben. Das mache ich gar nicht für andere. Das mache ich am meisten für mich. Ich hoffe, die Box hat dir gefallen und auch mein Video. Wenn es ist, dann lass dir Video gerne da oben da. Vielen lieben Dank dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und bis dann. Tschüss!